Also wenn ihr das eurem Partner oder Partnerin ans Bett bringt, ich glaube, dann habt ihr auch einen richtig guten Bonus. Hallo und herzlich willkommen in IQ's Kitchen. Hier ist euer Carmine und heute kommt wieder ein spezielles Video für euch, denn ihr wolltet, dass ich Rezepte bei Heißhunger für euch abdrehe oder gegen Heißhunger, wie auch immer man sieht. Und genau das werden wir heute machen. Und zwar habe ich 3 Stück für euch vorbereitet und wir beginnen direkt mal mit der Nummer 1. Und was ganz wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, alle Rezepte werden in weniger als 5 Minuten Zubereitung fertig sein, denn mir ist es wichtig, dass wenn dieser Moment auftritt, ihr auch in der Lage dazu seid, das mal eben schnell zu machen und nicht erst Ofen anschmeißen und so weiter und so fort. Das heißt, die gehen wirklich schnell, die sind alle sehr kalorienarm. Ich glaube sogar unter 300 Kalorien, wenn ich das Ganze richtig berechnet habe. Und ja, das an der Stelle ganz kurz als Disclaimer. Wir beginnen mit einem Protein-Brownie aus der Mikrowelle. Was benötigen wir an Zutaten? Wir brauchen einmal das Total Protein in Schoko Brownie, offensichtlich der perfekte Geschmack dafür. Whey Casein Mix, wichtig an der Stelle, warum? Weil das Ganze dann schön fluffig wird und der Caseinanteil hier drin sorgt einfach auch dafür, dass sie schön lange satt bleibt. Dann werde ich noch für den vollmundigen Schokogeschmack Chunky Flavor in Vollmilchschokolade mit dazugeben. Wir brauchen ein bisschen Backpulver. Ungefähr 1 Esslöffel Dinkelmehl. Dann habe ich hier eine Mischung aus Erdnussmehl und Backkakao. Warum Erdnussmehl? Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen schönen Flavor. Dann haben wir so einen, ja, ich sag mal, Peanut Butter Chocolate Brownie. Klingt geil, schmeckt auch geil. Also könnt ihr dazu nehmen oder wenn ihr es nicht habt, lasst ihr es einfach raus. Und genau, das Total Protein, was ich dann auch noch mit dazugeben werde, hier drinne, habe ich ein paar Kakaonips. Kakaonips, das ist quasi die natürliche Kakaobohne, einfach in kleine Stückchen, gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Crunch. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das werden wir jetzt hier drinne verrühren mit einem Schlückchen Wasser. Wir brauchen kein Ei oder sonstiges. Und dann schieben wir das ganze Ding in die Mikrowelle. So, ich habe jetzt alle Zutaten zusammengerührt. Keine Sorge, die genauen Mengenangaben, die bekommt ihr dann noch auf meinem Blog. Ich werde euch das unten in der Beschreibung verlinken. Ich habe jetzt so viel Wasser hinzugegeben, dass so ein fester, cremiger Teig dabei entstanden ist. Ihr seht, das ist schön fest. Und das werde ich jetzt in diese Schüssel geben und dann landet es für circa 2 Minuten in der Mikrowelle. Und natürlich obligatorisch. Also ich würde es auch schon so essen, könnte man theoretisch auch, da ist ja nichts drin, kein rohes Ei, gar nichts, aber wir wollen natürlich, dass da mehr Volumen reinkommt, deswegen jetzt die Mikrowelle, also 2 Minuten Geduld. So, 2 Minuten später haben wir das hier und das riecht wie Snickers, also wer Snickers liebt, der wird das hier definitiv auch mögen. Und jetzt schaut mal, wie ich hier durchfahren kann. Also es ist quasi ein Brownie zum Löffeln. Schaut mal hier. Seht ihr die Konsistenz? Also, bei dem Geschmack werdet ihr auf jeden Fall auch einen Freudentanz machen in der Küche. Und wisst ihr, was auch richtig schick ist? Ich zeig's euch mal. Bisschen klopfen, klopfen, klopfen. Also wenn ihr das eurem Partner oder Partnerin ans Bett bringt, ich glaube, dann habt ihr auch einen richtig guten Bonus. Also das hier mein nicht mal 5 Minuten Snickers Brownie, wie nennen wir das Teil? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Und das ist erstmal Rezept Nummer 1 und wir machen weiter mit der Nummer 2. So, wir kommen zu Rezept Nummer 2 und zwar wird es eine Dessertcreme geben. Eine Pistazie-Kokos-White-Chocolate-Dessertcreme mit Beeren und so ein paar Haferflocken. Eine kleine Option für euch. Ihr könnt das Ganze auch morgens zubereiten und dann abends essen. Dann ist es jetzt kein klassisches Heißhungerrezept, aber definitiv auch etwas, was ihr probieren solltet. Mit Sofortgelatine einfach runterrühren. Dann gibt das Ganze ja eine schöne, wie soll ich sagen, so eine mousseartige Konsistenz. Also auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr Zeit habt und dem Hunger widerstehen könnt. Ich werde das Ganze heute mal ohne machen. Was brauchen wir dafür? Wir haben auch hier wieder Magerquark als Basis. Könntet ihr auch mit Skier austauschen oder mit einem körnigen Frischkäse oder auch mit einem griechischen Joghurt. Ich habe jetzt hier in dem Falle 250 Gramm. Dann brauchen wir das
Pistazie-Kokos-Total-Protein. Ich werde dann noch White-Chocolate-Coconut-Chunky-Flavor dazugeben, optional. Das gibt einfach nochmal so einen richtigen White-Chocolate-Coconut-Kick rein. Ich finde es super lecker. Ich kombiniere halt auch sehr, sehr gerne Chunky-Flavor mit dem Total-Protein. Ansonsten Beeren, ein paar Haferflocken, mehr aus Deko und einen kleinen Schuss Wasser, um das Ganze auch wieder schön fluffig hinzubekommen. Meinen guten Kollegen hier den Handmixer und auch das wieder ein 5-Minuten-Rezept. Also aufgepasst. So, also viele fragen, wie kann man das Ganze geschmacklich einordnen? Ich finde, Pistazie-Kokos hat sowas leicht Marzipan-mäßiges. Ich mag es total gerne und ich bin überhaupt kein Marzipan-Fan. Aber das hier, vor allen Dingen in der Kombination mit dem White Chocolate Coconut, das sind Träumchen, Freunde. Also auf jeden Fall mal testen. Ich hau euch auch mal meinen Rabattcode unten in die Beschreibung rein. Damit könnt ihr mich auch so ein bisschen unterstützen. Mit IQ10 könnt alle More-Produkte auch mit 10% bestellen. Genau, ohne dass ihr halt mehr bezahlen müsstet, sondern eben nochmal ein bisschen was spart. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Glas. Ich werde das Ganze schön anrichten. Aber wenn ihr in diesem Moment seid, wo wirklich der Heißhunger da ist, ey, dann kloppt euch das alles hier in die Schüssel rein und esst das. Ich will es hier auch für euch ein bisschen schöner anrichten. Ein paar Beeren auf den Boden, ein paar Haferflocken mit rein und ihr seht hier die Konsistenz, ne? Also wieder ein schöner Fluff. Ich sage immer wieder, nutzt den Handmixer. Das sorgt wirklich für die spezielle Konsistenz, die ich besonders mag. Das rührt einfach nochmal Luft runter und ja, macht es eben fluffig. Et voilà. Keine 5 Minuten später habt ihr dieses leckere Dessert. Und ich glaube, das macht auch optisch was her. Geschmacklich überzeugt ihr euch bitte davon. Probiert das aus. Auch dieses Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. So, und wir kommen zum letzten von den 3 Rezepten für heute. Und zwar einen Protein-Kaiserschmarrn. Und zwar werden wir einen Zimt-Zucker-Kaiserschmarrn machen mit Apfel. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen ein bisschen Dinkelmehl. Das Total Protein in Zimtzucker-Cookies, ein Eiklar werde ich in dem Falle verwenden, um ein paar Kalorien zu sparen, gewürfelten Apfel, Zimt, Backpulver, einen Schuss Wasser und das war's auch schon. Und wir werden das Ganze auch sehr zeitsparend machen. Ich werde nämlich jetzt schon mal die Pfanne vorerhitzen und währenddessen dann den Teig zubereiten. Also, Schüsschen Wasser und extra Zimt. So, das war's jetzt auch schon mit der Teigzubereitung. Ja, ich war sogar schneller als die Pfanne. Los geht's! Also, ich glaube, ihr könnt sehen, wie die Konsistenz sein muss. Dementsprechend passe ich auch den Flüssiganteil an. Ich habe jetzt auch ganz normal Wasser verwendet. Ihr könntet aber auch streng genommen mit Milch arbeiten. Wie gesagt, es geht hier darum, 3 Rezepte unter 300 Kalorien. Und ich habe das mal für euch durchgerechnet. Wenn das hier so hinhaut, dann hat das mit den Äpfeln als Topping nur 240 Kalorien. Von der Vorgehensweise ist es jetzt so, ich lasse das Ganze jetzt so ein bisschen stocken. Sobald es oben anfängt, kleine Bläschen zu schlagen, werde ich das dann einmal wenden. Und dann, so wie man das vom Kaiserschmarrn kennt, eben in so kleine Stücke teilen. Die Äpfel, die gebe ich dann im Nachhinein dazu. Was ihr auch machen könntet, ihr könnt erstmal in der heißen Pfanne die Äpfel so ein bisschen vorbraten oder macht den kleinen Trick, den ihr schon mal in einem Video von mir gesehen habt, wo man einfach die Äpfel in die Mikrowelle mit etwas Zimt gibt. Das ist dann quasi ein etwas anderer Bratapfel, aber der Geschmack, der ist auch so wirklich lecker. Ich werde jetzt einfach mal mit frischen Äpfeln arbeiten. Jetzt ist es bereit, einmal gewendet zu werden und jetzt, ne, entweder seid ihr Zeugen von einem großen Fail oder es haut hin. Herrlich, super, schaut euch mal an, schöne Farbe hier, ne? So, das lassen wir jetzt noch mal so ein Minütchen stocken, dann fangen wir an, das zu zerrupfen und dann schmeißen wir die Äpfel mit rein. Dieser Duft ist jetzt schon göttlich. Herrlich, ich kann es nicht abwarten. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Ich habe jetzt 3 Rezepte, die ich gleich essen darf. Und habe noch nicht mal, wenn ich so zusammenrechne,
ich glaube, so um die 700 Kalorien mit 3 Dessertspeisen. Ist ein kleines Träumchen, würde ich sagen. Und ihr seht auch, wie schön fluffig das jetzt wird. Ich mag das ja, wenn es innen drin schön Volumen hat. Lecker. Ich stelle jetzt auch schon mal die Herdplatte aus. Da ist jetzt noch genug Hitze. Auch ein kleiner Stromspartipp an der Stelle. Ich mache das immer so, ich teile das erst in 4 und dann diese 4 Stücke nochmal kleiner. Zack. So, wir haben das jetzt zerrupft und was ich jetzt nochmal mache, die Äpfel kurz mit reingeben, dass sie auch nochmal warm werden. Kleine Prise Zimt drüber. Was man jetzt auch machen könnte, wenn ihr ein paar mehr Kalorien offen habt, ein bisschen Apfelmus dazugeben oder ihr rührt euch zum Beispiel eine Creme an aus Naturjoghurt und ein bisschen Chunky Flavor mit einem Geschmack eurer Wahl, dann habt ihr auch nochmal eine schöne Soße dazu. Aber ich würde sagen, das hier, das ist mal der kalorienärmste Kaiserschmarrn. Also unbedingt ausprobieren, auch dieses Rezept unten in der Beschreibung verlinkt und das ist Rezept Nummer 3 von 3 und ich hoffe, dass auch das Rezept mal ausprobiert wird von dir. So, meine Freunde, 3 Rezepte für euch zum Besten gegeben. Also wenn ich dafür nicht ein bisschen Liebe von euch verdient habe, dann weiß ich auch nicht. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unbedingt den Kanal. Wenn ihr in Zukunft mehr solche Rezepte sehen wollt, empfehlt das Ganze auch euren Freunden weiter. Also ihr könnt das Video hier auch teilen. Ne? Es gibt ja einen Teilen-Button unten. Einfach über eure Social-Media-Kanäle weiterempfehlen. Ich freue mich wirklich riesig über jeden Support und hoffe euch in Zukunft einfach noch ein bisschen mehr solche Rezepte präsentieren zu dürfen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch weiterhin wünscht. Vielleicht auch mal herzhafte Rezepte, die so in diese Richtung gehen. Und ey, alles unter 300 Kalorien und wie ihr gesehen habt, in wenigen Minuten Zubereitung fertig zum Verzehr. Also, ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch guten Genuss mit 1, 2 oder 3 und sage bis zum nächsten Mal. Euer Kamini aus IQ's Kitchen.